Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 135 von Avorion. Der Thomas Steele hatte mir noch geschrieben, dass ich mal besser hier nochmal schauen sollte, wo ist dieses Schiff da zum Beispiel. Da mal reingucken, ob da noch was Besonderes drin, weil die Piraten, die wollten ja hier ihre Beute rausholen und er meinte, ich sollte mal was abwracken, vielleicht ist da noch mehr dran. Aber das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir uns das ganze Werk doch mal an hier. Ja, wir haben jetzt aber gar keinen Abwracker hier drin, glaube ich. Ne? Da müssen wir erstmal gucken. Aber wir haben ja fette Beute gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal im Baumodus und gucken uns an, was wir hier so haben. Sortieren wir mal nach Seltenheit. Bergbau. Dreifach Verteidigungslaser. Vierfach Bolter. Abwracker, da ist doch schon mal was. Können wir das mal hier mal im Hintergrund ein bisschen näher ranholen und mal so drehen, dass ich das sehe. Was haben wir denn dafür ein? Doppelgravitationsgeschütz. Wo ist der Abwracker? Der. Kriegen wir den da noch hin? Zack. Jo, geht sogar. Anti-Ruinierer. Schaden an Hülle. Okay, das sind auch nicht schlechte Dinge. Aber wir machen jetzt erstmal die Abwrackgeschichte. Bergbau, Bergbau. Da ist noch ein Abwracker. Geht der da auch noch hin? Da, ja, geht. Bergbau. Bergbau. Bergbau, Bergbau. Was anderes? Distance Doppelshooter. Was war denn Nobles Dinger? Physischen Schaden macht das, okay. Hier haben wir Material. Qualitätskanone, okay. Schaden 464, die taucht wohl, ne? Bergbau, Bergbau, Bergbau. Abwrack. Geht auch noch dahin. Noch ein Bergbau, der taucht nicht. Gut. Okay, um die Geschütze, weitere Geschütze, die wir dann machen, das machen wir in einer anderen Folge. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diese drei hier. Und zwar müssen wir jetzt hier rein. Und ja. Das ist ein Defensives, das brauchen wir ja gar nicht machen hier. Doppelgravitationsgeschützturm machen wir mal hier auf 1, ne? Da ist der Abwracker, den machen wir mal auf 3. Jetzt haben wir den aus Versehen noch nicht umgeschaltet gehabt. Hier, super, du Aufbereitungsabwracker. Aber was ist hier, warum sind da so... Fehlen mir die Bergleute deswegen, oder was? 3. 3. Was haben wir hier? 1. Ah, jetzt ist der wieder nicht auf 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Jetzt machen wir alles auf 1. Die sind schon auf 1. Interessant. Okay, dann haben wir das schon mal gemacht. Jetzt gehen wir hier raus aus dem Baumenü und haben jetzt hier 1 und 3. Jetzt ist 3 aus, jetzt ist 3 an. Jetzt fliegen wir mal näher. Und dann schauen wir mal, ob wir was schießen können. Machen wir erstmal hier unten Antriebe weg. Das sieht schon mal gut aus. Knallt ganz gut. Da kommt schon das erste Bauteil. Das ist eine Modulkarte, glaube ich. Fortschritt handelt Subsystem. Okay, sehr gut.
Muss man das alles abbauen? Ich weiß nicht, ob diese kleinen wegfliegenden Teile jetzt hier sicher sinnig sind, die abzureißen, ne? Bin ich zu nah dran oder was? Könnte sein, oder was? Da ist das nächste, das ist eine Kanone. Na komm, bauen wir erstmal weiter ab. Das ist irgendwie auch so ein Teil. Schon weg. Ab und zu knallt es ja mal richtig, ne? Jetzt dreht sich das Ding natürlich, weil ich irgendwie das Hauptteil gerade erwischt habe, denke ich mal. Und da sind die Triebwerke weg. Ja, ist wohl zu weit weg oder was? Jetzt möchte ich das Teil erstmal haben. So. Power Reparatur Laser. Außergewöhnlich. Okay. Und dann gucken wir weiter. Da ist wieder ein Teil rausgeflogen. Das ist eine Karte. Geschützkontrollsystem. Hier ist wieder das Teil, was ich erwischt habe. Ja. Triebwerk haben wir abgeschossen. Jetzt geht es hier ein bisschen weiter. Ja. Langwierig zum Gucken, ne, denke ich mal. Aber vielleicht kommt ja gleich dieses ultimative Teil da raus. Ist das was Besonderes hier? Nicht wirklich, ne? Sieht hier so aus wie eine Leiterplatte. Ich glaube, wir sind hier nah genug dran, oder? Ja, könnte sein. Noch ein Triebwerk. Ja, kommt viel Schrott raus, ne? Also das haben wir schon mal auf jeden Fall. Aber so jetzt ein Spezialteil sehe ich jetzt eher weniger noch, dass da die Chance besteht in diesem Bereich.
da kommt nichts mehr raus, oder? Ja, ich glaube, das war's gleich. Da ist jetzt noch der große Antrieb da. Der ist jetzt aber auch weg. Also ich glaube, hier ist die Beute nicht drin, die die haben wollten, wenn. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Wissen tue ich es auch nicht, aber. Haben wir da schon geguckt, was das da Blinkende war? Ja, ein Sensor war das, oder? Das ist schon mal weg. Haben wir denn irgendwo noch ein anderes großes Wrack? Das ist jetzt nicht das Schiff, sondern das ist ein anderes Wrack, ne? Oder ja. Ja, Kleinkram, oder? Ja, ich glaube, das war's hier. Und sonst würde ich jetzt sagen, das war das große Schiff. Und sonst sehe ich hier jetzt nicht wirklich was, wo ich sagen würde, jo, da müssen wir noch mal hin, ne? Weiß nicht, welche Beute die haben wollten. Ist hier irgendwas in den Asteroiden noch? Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon geguckt hier, ne? Das blinkende Teil, das ist ja eine Antenne sozusagen, ne, oder? Was zeigt der? Achso, das Wrackteil ist das jetzt, was da angezeigt ist. Ich glaube nicht, dass jetzt hier noch was zu finden ist. Oh, da oben blinkt irgendwas. Kann mich aber auch täuschen. Also da unten ist klar, es blinkt, aber da oben flackert irgendwie was. Was ist das? Mayday, Mayday, wir werden von Piraten angegriffen. Unsere Position ist 2.25. Wir brauchen Hilfe, bitte. Du hast einen Notruf von einem Ort von der Welle. Ja, das ist schon mal schön. Jetzt habe ich meinen Teil, was ich jetzt angucken wollte, aber außer Sicht verloren, ne? So ein Shit. Da oben ist es noch, oder? Ist da was? Dieses Teil hier. Ne, das war's nicht. Da drüber ist was. Jetzt ist es zu hoch. Wo ist es jetzt? Entweder ist es dahinter oder ist es weg. Tja, schade, ne? War wohl nur eine Irritation. Da hat mir das Spiel einen Streich gespielt, wahrscheinlich. Also ich sehe jetzt hier keinen Schatz. Die Beute ist hier nicht. Ja, schade, ne? Das war's dann hier wohl. Da unten war halt das blinkende Signal, was mir, glaube ich, auch nicht irgendwie was hilft. Also es hilft mir schon was, aber... Ne, da komme ich so nicht dran, ne, jetzt gerade. Ich glaube, das hatten wir aber schon letztes Mal erforscht, oder vertue ich mich da?
Da ist es. Muss ich nah genug dran sein am Sender, damit ich das dann aufrufen kann, oder? Ne, jetzt ist schon interagieren. An alle Teilnehmer Operation Exodus 75 gleich minus 81. Ja, das haben wir noch nicht gar nicht gemacht. So, jetzt Karte. Warum ist die jetzt darüber so geschwenkt? Weiß ich auch noch nicht. Das war Notruf und ich glaube, der Notruf, der da gerade kam, war von da. Komm, wird eine böse Falle sein, aber wir nehmen sie. Aber ich würde sagen, das machen wir vielleicht doch dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.